Das größte LKW-Werk der Welt steht in Wörth am Rhein. Alle 130 Sekunden rollt hier ein Lastwagen vom Band. Das sind pro Tag bis zu 470 Stück. Aus dem Werk in Süddeutschland gehen die Fahrzeuge in die ganze Welt. Das Produktionsgelände ist riesig, fast so groß wie eine kleine Stadt. Sie müssen sich das von der Größe so vorstellen wie 400 Fußballfelder. 2,9 Quadratkilometer Größe, das ist schon was. Die Liste der Ausstattungsvarianten ist riesig. Ebenso die Farbpalette. Mehr als 450 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung. Wir haben es teilweise sogar, dass der Kunde dann wirklich mit Farbmustern kommt und einen gewissen Farbton sich wünscht. Und daraus ergeben sich eben die Anzahl an Lacken. Der Actros ist seit seiner Einführung 1996 der meistgebaute LKW im Werk. Er ist die klassische Zugmaschine für den Transport auf der Straße. Seine Motoren werden aus dem hauseigenen Werk in Mannheim zugeliefert. Der Motor ist jetzt ein wunderschöner Motor. So soll es alles sein. Lastwagen im Minutentakt. Das größte LKW-Werk der Welt. Das LKW-Werk von Mercedes-Benz in Wörth. Knapp 11.000 Menschen bauen hier Lastwagen für die ganze Welt zusammen. In Europa stammt jeder fünfte Laster aus diesem Werk. In Deutschland jeder dritte. 1963 lief hier der erste LKW vom Band. Kraftvoll und robust. Schnell, wirtschaftlich, zuverlässig. Bei jeder Arbeit. Über viele Kilometer. So bewähren sich in fünf Kontinenten die Fahrzeuge mit dem Mercedes-Benz-Stern. Seit den 60er Jahren ist einiges passiert. Die Fertigung ist längst nicht mehr schweißtreibende Handarbeit. Heute schweißen Roboter die LKW-Fahrerhäuser zusammen. Maschinen übernehmen immer mehr Arbeiten und entlasten so die Mitarbeiter. Ganze Hochregallager werden nur noch von Robotern gefüllt und entladen. Die LKW-Montage ist wie ein riesiges 3D-Puzzle. Jeden Tag treffen rund 550 LKW-Ladungen mit Einzelteilen ein, vom Reifen bis zum Radio. Diese werden dann in vielen verschiedenen Hallen zusammengebaut. Am Ende verlässt alle 130 Sekunden ein LKW die Fabrik. Diese Längsträger sind die Basis für einen LKW. Täglich kommen deshalb mehrere hundert davon am Werk an. Jeder Fahrzeugrahmen benötigt für seine Grundkonstruktion zwei Längsträger. Diese beiden Elemente werden dann mit Querträgern verschraubt. Der Rahmen ist standardmäßig mit einer großen Anzahl Löchern versehen, um verschiedenste Bauarten zu ermöglichen. Vorne bildet der sogenannte Rahmenkopf den Abschluss. Wo welche Schraube hingehört, ist auf dem Rahmen bereits markiert. Die Kennzeichnung der Schrauben haben wir vermerkt durch eine Laserung, die man hier oben aufgebracht hat, durch eine Laseranlage. Eine Laserung, die den Mitarbeiter genau kennzeichnet, welche Schraube in welchem Durchmesser in welche Position kommt. Es werden hier im Rahmenbau in diesen Stationen hier ca. 300 bis 400 Schrauben pro Rahmen verbaut. Es ist die Basis für jeden LKW, der das Werk verlässt. Die fertigen Rahmen wiegen bereits mehrere hundert Kilogramm und lassen sich nur noch mit Hilfe von Lastenzügen bewegen. Jetzt beginnt die Reise durch die kilometerlange Halle, bis am Ende nach rund 6 Stunden Montage ein fertiger LKW das Werk verlässt. Sämtliche Leitungen werden mit Hilfe von Kabelbindern am Rahmen befestigt. Schon jetzt ist genau klar, wo welches Anbauteil später hinkommt. Ob der Wagen zum Beispiel Zubehör bekommt oder nicht. Welche Bremse verbaut wird und welche Hinterachsvariante. Es gibt mehr als 400 Farben, verschiedenste Motorisierungen, Getriebe und Aufbauten. Bei so vielen Kombinationsmöglichkeiten werden hier pro Jahr nur wenige identische Modelle gebaut. Damit alle Teile immer in der richtigen Reihenfolge am Band vorhanden sind, werden sie stets genau für das jeweilige Fahrzeug vorbereitet.
Schließlich soll das Fließband niemals stehen bleiben. Und auf keinen Fall darf ein falsches Teil verbaut werden. Die Fehlersuche würde später kostbare Zeit vergeuden. In diesem Gang, der sogenannten Kommissionierung, befinden sich die Teile für das nächste Fahrzeug. Ein Mitarbeiter sortiert diese genau in der Reihenfolge in seinen Warenkorb, wie sie später verbaut werden. Grüne und rote Lampen zeigen an, wo das nächste Teil zu finden ist. Erst wenn alle benötigten Kleinteile im Wagen sind, gibt die Anlage grünes Licht. Der Rahmenbau ist die erste Station in der riesigen Montagehalle. Allein sie ist 1 Kilometer lang und hat die Größe von 10 Fußballfeldern. Parallel zum Rahmenbau werden hier die Fahrerhäuser zusammengesetzt. 550 verschiedene Varianten gibt es. Jede Fahrerhauskabine besteht aus einer Bodenplatte, Seitenteilen sowie dem Dach. Roboter setzen die Teile computergesteuert zusammen. Die komplette Fahrerhauskabine wird nun vollautomatisch und millimetergenau zusammengeschweißt. Danach fahren die Aufbauten wie von Geisterhand mit fahrerlosen Transportsystemen zur nächsten Station, der Vermessung. Ein spezielles Kamerasystem überprüft hier jede Fahrerhauskabine an 150 Referenzpunkten. Nur wenn alles perfekt ist, darf der Rohling die Station verlassen. Also wir haben die Inline-Messanlage draußen, wo eben im Takt alle Fahrzeuge vermessen werden. Und wenn hierbei irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt werden, dann werden an bis zu 1000 Merkmalen die Kabinen hier nochmal sauber nachgemessen. Dafür gibt es im Werk ein eigenes Messhaus. Die Geräte hier haben mit ihren Lasern eine Genauigkeit von 0,05 Millimetern. Sie zeigen an, ob die Abstände und Maße von Löchern, Gewinden und Flächen korrekt sind. So stellen die Mitarbeiter fest, ob das Fahrerhaus exakt zusammengesetzt ist oder eben nicht. Erst nach erfolgreichem Test geht die Reise weiter. Als nächstes kommen die Fahrerhäuser in die Lackiererei. Dort fährt jede Kabine zunächst durch ein Tauchbecken und erhält so ihre Grundierung. Es ist die wichtigste Lackierung im Leben eines jeden Lkw. Denn diese Schicht verhindert, dass das Blech später rostet. Mit einer halben Vorwärtsrolle taucht die Kabine in den Lack ein. Das stellt sicher, dass der Korrosionsschutz auch überall hinkommt. Wenn man das Fahrerhaus jetzt einfach so eintauchen würde, würde es hier oben Luftpolster bilden, das nicht schnell genug entweichen kann. Und dann durch die Drehung haben wir das einfach verlagert, dass sich die Luft nach draußen entweichen kann, halt außerhalb von dem Fahrerhaus. Das Fahrerhaus und der Lack sind unterschiedlich aufgeladen und dadurch ziehen sie sich gegenseitig an, wie bei einem Magneten. Die Grundierung bleibt dadurch optimal an dem Fahrerhaus haften. Dieses Verfahren nennt sich kathodische Tauchlackierung. Ist das Fahrerhaus grundiert, geht es zur nächsten Station, der PVC-Nahtabdichtung. Roboter versiegeln hier mit PVC alle Schweißnähte und Trennstellen. Jede Öffnung wird perfekt abgedichtet. So kann später keine Feuchtigkeit mehr ins Fahrzeug gelangen. Bei der anschließenden Farblackierung kommen wieder Elektroden zum Einsatz. Der Zerstäuber ist positiv aufgeladen, das Fahrerhaus entsprechend negativ. So wird die Farbe vom Fahrerhaus quasi angezogen. Das sind Hochrotationszerstäuber drauf.
die gewisse Drehzahl und das stäubt dann dementsprechend den Lack. Und wird ein Hochspannungsfeld erzeugt, um dementsprechend viel Wirkungsgrad zu erzielen. Das heißt, wir können unseren Materialverwurf reduzieren. Gerade einmal 4 Liter Lack werden pro Führerhaus benötigt. Türen und Anbauteile lackiert die Anlage gleich mit, um exakt den gleichen Farbton zu garantieren. Nach nur 45 Minuten ist der Lack getrocknet. Anschließend wird jede Lackierung äußerst genau kontrolliert. Es gibt allein 40 verschiedene Blautöne. Da müssen die Mitarbeiter den Überblick behalten, damit jeder Kunde später seinen Wagen in seinem gewünschten Farbton erhält. Wir haben es teilweise sogar, dass der Kunde dann wirklich mit Farbmustern kommt und einen gewissen Farbton sich wünscht. Und daraus ergeben sich eben die Anzahl an Lacken. Zurück in der Montagehalle. Die Rahmenkonstruktion ist bereits fertig. Noch liegt sie verkehrt herum, damit als nächstes die Achsen von oben eingesetzt werden können. Mehrere hundert Schrauben und Bolzen halten das Grundgerüst zusammen, das später den LKW tragen wird. Nur mit Kranzügen können die schweren Rahmen zur Achsmontage transportiert werden. Nun werden die Achsen montiert. Je nach Art der Achse kann diese bis zu 900 Kilogramm wiegen. Über die Achsen wird später der Wagen angetrieben und gebremst. Sie sind speziell für den harten Einsatz im Alltag eines LKW konzipiert. Die Männer können auch dieses Bauteil nur noch mit einem Motorkran anheben. Ganz vorsichtig senken sie nun die Achse auf den Rahmen ab. Weil dieser noch verkehrt herum liegt, lässt sich die schwere Achse von oben besser montieren. Anschließend wird das Fahrgestell lackiert. Nova Grau ist die Standardfarbe. Auf Kundenwunsch gibt es aber auch alle anderen Farben, zum Beispiel Rot für Feuerwehrfahrzeuge. Erst wenn der Lack trocken ist, werden die Rahmen gedreht. Jetzt befinden sich die Achsen an der Unterseite. So geht es weiter zur nächsten Montagestation. Hier wartet bereits der Dieselmotor samt Getriebe. Die Männer im Werk nennen den nun folgenden Arbeitsschritt liebevoll Verlobung. Denn mit dem Rahmen und dem Motor kommen hier 2 der 3 wichtigsten Komponenten zusammen. Der Rahmen liegt nun richtig herum. Die Männer können also das schwere Aggregat langsam von oben absenken und befestigen. Hier wird der Motor gesetzt, der von Mannheim angeliefert wird. Der wird bei uns in einer kleinen Vormontage nochmal vormontiert und wird hier dann in den Rahmen eingelassen. Das nennen wir hier bei uns die sogenannte Verlobung, weil die Hochzeit, die geschieht einige Stationen weiter, dann, wenn wir eben die Kabine auf den Rahmen aufsetzen. Den Motor des Actros gibt es in 10 verschiedenen Versionen, von 328 PS bis hin zu 625 PS. Die 6-Zylinder-Dieselaggregate bestehen aus etwa 2500 Einzelteilen. Gebaut werden sie in Mannheim, dem hauseigenen Motorenwerk für Nutzfahrzeuge. Dort wird als erstes das Zylinderkurbelgehäuse auf ein sogenanntes FTF gesetzt. FTF steht für fahrerloses Transportfahrzeug. Der Motor hat jetzt einen automatischen Chauffeur, der ihn von nun an von Station zu Station transportiert. Nun wird die Kurbelwelle im Zylinderkurbelgehäuse montiert. Die Gleitlagerflächen sowie die Hubzapfen der Kurbelwelle werden davor beölt. Danach folgen die 6 mit Pleuel vormontierten Kolben. Alle werden per Hand eingesetzt und auf der Kurbelwelle verschraubt. Jedes Teil, das am Motor montiert wird, hat eine eigene Sachnummer, die im System gespeichert ist. Vor der Montage scannen die Mitarbeiter die Bauteile und überprüfen, ob sie dem richtigen Motor zugeordnet sind.
Bevor nicht alle Bauteile in der Station montiert wurden, transportiert das FTF den Motor nicht weiter. Jeder Mitarbeiter bekommt, sobald sich der Motor in seiner Station anmeldet, entsprechend gezeigt, welches Bauteil er entnehmen muss und welche Anzahl. Das heißt jetzt in dem Fall, er muss zwei Schellen entnehmen, dann springt das Licht von der weißen Lampe auf die grüne und blinkt. Das heißt, vergisst ein Mitarbeiter, ein Bauteil zu entnehmen, fährt der Motor gar nicht aus der Station raus und er merkt, oh hoppla, ich habe ja was vergessen. Das Einscannen der einzelnen Bauteile ermöglicht auch deren Rückverfolgbarkeit im Falle einer Beanstandung. Auch die Anzugkräfte der Schrauben werden im System gespeichert. Dies ist der Code des Schwungrades. Damit wird es nun dem passenden Motor zugeordnet, eingesetzt und per Scan überprüft. Nachdem der Abgasturbolader mit den Abgaskrümmern vormontiert wurde, wird der Block mit einem Hebezeug auf den Zylinderkopf aufgesetzt, montiert und verschraubt. Als nächstes prüft ein Mitarbeiter, ob alle Leitungen richtig verlegt und alle Stecker richtig verbunden sind. Dies erfolgt mit Hilfe eines Tablets. Dann scannen wir hier den Barcode vom Steuergerät ab, um sicherzustellen, dass er jetzt mit dem Tablet erst den richtigen Motor hat. Dann bekommt er hier verschiedene Bauteile angezeigt. Das heißt, er arbeitet die Prüfpunkte ab. Wenn das in Ordnung ist, hat er hier die Möglichkeit, auf in Ordnung zu setzen. Wenn das heißt, er überprüft hier zum Beispiel, ob diese Verrasterungen alle ordnungsgemäß gesteckt sind. Wäre das nicht der Fall, dann wird das Fahrzeug wahrscheinlich oder der Motor wahrscheinlich noch unseren Prüflauf überleben, aber irgendwann im Feld ausfallen. Deswegen prüft er die einzelnen Steckverbindungen, wenn die gesichert sind. Dann tut er die mit dem gelben Lackstift gegenzeichnen, sodass wir sicher sind, dass auch der Kabelsatz korrekt montiert wird. Bevor der Motor auf den hauseigenen Prüfstand kommt, wird er noch einmal nach einer aus Japan übernommenen Methode überprüft. Dazu fasst der Mitarbeiter in einer genau definierten Reihenfolge jedes Bauteil an und prüft mit den Fingern und den Augen aus unterschiedlichen Blickwinkeln die korrekte Montage der Bauteile. Ist alles in Ordnung, liefert das FTF den Motor bei den Prüfständen ab. Ein Roboter nimmt den Motor in Empfang und hebt ihn vorsichtig auf ein neues, prüfstandeigenes Transportfahrzeug. Jetzt wartet der Motor auf einen freien Prüfstand. Per Computer wird die Reihenfolge der Motoren so bestimmt, dass kein Prüfstand Leerzeiten hat. Wie von Geisterhand bewegt sich das FTF mit dem Motor auf den nächsten freien Prüfstand zu. Die FTF orientieren sich am Boden. Die haben eine Leiterschleife, das heißt, die ziehen ihre Energie induktiv direkt aus dem Boden. Es gibt lauter Markierungen, an denen orientieren sich die FTF. Und zählen dann quasi ihre Radumdrehungen und wissen genau, wann sie abbiegen müssen, um punktgenau in den Prüfstand einzufahren. Bevor so ein FTF in den Prüfstand einfahren kann, muss es den Motor anheben. Denn der Prüfstand hat eine andere Arbeitshöhe. Dagegen ist während der Fahrt der Schwerpunkt aus Sicherheitsgründen sehr niedrig gewählt. Der Prüfstand. Pro Stunde werden hier bis zu 4 Motoren getestet. Um Wartezeiten zu verringern, kommt ein Drehtellersystem zum Einsatz. Während draußen ein Motor vorbereitet wird, wird drinnen ein weiterer getestet. Ist dieser dann fertig, kann der nächste Motor nahtlos einfahren und der Test sofort beginnen. Die 11 Prüfstände testen die Motoren, sowohl Heißtest als auch Kalttest. Gibt beide Varianten bei uns. Und sind nur 11 Prüfstände, weil die sehr effektiv sind, diese Prüfstände. Der Motor wird an den Prüfstand angeschlossen und mit Wasser, Schmieröl und Diesel gefüllt. Dann durchläuft jeder Motor ein automatisiertes Leistungsprogramm. Nach der Montage wird er jetzt zum ersten Mal gestartet. Nach dem Test wird der Motor auf Dichtigkeit überprüft. Dazu checkt der Mitarbeiter mit einer UV-Lampe jedes Bauteil noch einmal. Ergebnis: grasgrün. Haben wir ein Problem, das sehen wir gleich. Dann haben wir irgendwo ein rotes Feld. Wenn es kleine Fehler sind, werden die gleich behoben.
Und da wird der Motor noch mal gefahren, ob alles in Ordnung ist. Und ja, der Motor ist jetzt ein wunderschöner Motor. So soll es alles sein. Test bestanden. Dieser Motor darf seine Reise fortsetzen. Parallel dazu wird hinten auf dem Drehteller der nächste Motor getestet. Nach der Prüfung muss der Motor abkühlen, bevor die Prüfvorrichtungen wieder abgebaut werden können. Dann geht die Reise für das Dieselaggregat weiter. Die Motoren werden per Heber in die Hängebahn eingeschleust und fahren in fester Reihenfolge durch die Lackanlage. Die erste Station hier ist die Scan-Kabine. Hier wird der Motor komplett gescannt und für die anschließende Lackierung ein 3D-Bild erstellt. So weiß der Lackierroboter genau, welches Modell er gerade lackieren muss und ob eventuell ein neues Teil angebaut wurde oder nicht. Was nicht lackiert werden soll, wird abgeklebt. Jetzt wird der Motor mit Klarlack lackiert. Mehrere Roboter lackieren erst die linke Seite, dann die rechte Seite des Motors. Was wir jetzt hier auch sehen können, ist, dass der Motor erstmal weiß erscheint. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir einen Wasserlack haben und das Wasser noch im Lack gelöst ist. Und damit erscheint er nur weiß. Das heißt, während der Trocknungsphase verliert er diese weiße Farbe und wird dann langsam zu seinem Klarlack, wie wir ihn dann bei fertigen Motoren sehen können. Im Hintergrund ist eine Wasserwand. Die Wasserwand dient dazu, die Lackpartikel, die in der Luft schweben, rauszufiltern. Das heißt, wir saugen diese Luft der Kabine durch die Wasserwand durch. Die kleinen Partikel bleiben im Wasser hängen, werden dort gebunden und später als Müll entsorgt. Nach nicht einmal 60 Sekunden ist der Motor fertig lackiert. Alles, was weiß ist, ist der neue Lack, der auf den Motor aufgetragen worden ist. Was auf den ersten Blick noch etwas milchig aussieht, ist Lack in unterschiedlichen Trocknungsstadien. Direkt nach dem Lackieren sieht der Motor so aus. Erst nach einigen Minuten wird der Lack trocken und durchsichtig. Ist alles komplett getrocknet, erfolgt eine weitere Qualitätskontrolle, wieder per Hand. Ich kontrolliere den ganzen kompletten Motor, auch aufs Lackbild, ob die ganzen Lackierungen, ob die ganzen Bauteile lackiert sind, richtig lackiert sind. Wenn zum Beispiel ein Gewinde überlackiert ist, dann wird das Gewinde nur gereinigt und dann verschicken wir den Motor. Zum Beispiel nach Japan, Russland und Nordamerika. Der Großteil aber geht in das 70 Kilometer entfernte Werk nach Wörth. Hier sehen wir das Ergebnis von 2500 Einzelteilen, die jetzt bereit sind, in die Welt zu gehen. In dem konkreten Fall hier ist es ein Motor für Wörth, das heißt für unser Werk, in dem wir die LKWs zusammenschrauben. Das sieht man, weil der im Stahlgestell unterwegs ist. Das ist ein Umlaufträger, der kommt dann leer wieder zu uns zurück und wir können die nächsten Motoren versenden. Ortswechsel, Stuttgart. Hier befinden sich ebenfalls Prüfstände. Bevor ein Fahrzeug in Serie geht, werden Motor, Getriebe und Achsen hier nicht nur auf Leistung, Zuverlässigkeit und Verbrauch, sondern auch auf ihre Lautstärke getestet. Immer strengere Auflagen fordern, dass Lkw immer leiser werden müssen. Daher werden sogar die Zahnräder in den Getrieben so aufeinander abgestimmt, dass sie möglichst geräuschlos laufen. Dieser Raum ist mit Mikrofonen und schallschluckenden Wänden ausgestattet. Es ist im Prinzip wie auf der Straße, wo links und rechts nichts ist. Also für den Schall gibt es hier keine Wände. Der verschwindet in den Keilen und wird nicht reflektiert, sodass wir hier praktisch diese Freifeldmessung machen können, als wenn das Getriebe auf einer großen Wiese steht und wir nur die Getriebegeräusche messen und keine reflektierenden Geräusche von den Wänden. Also nur die Quelle messen. Alles in dem Raum ist in diesen schallschluckenden Elementen versteckt. Offen ist nur das Testgetriebe, umgeben von Mikrofonen. Ziel der Tests, festzustellen, welches Zahnrad Geräusche macht und optimiert werden muss. Doch das Getriebe muss nicht nur leise sein, es muss auch effektiv arbeiten. Dazu wird in einem anderen Labor jeden Tag das Schaltverhalten des Lkw im Volllastbetrieb getestet. Dies ist ein Lkw-Modell, das hier jeden Tag die gleiche Teststrecke fährt. So können verschiedene Fahrmodi am besten miteinander verglichen werden.
Das ist eigentlich ein Fahrzeug ohne Räder und ohne Hinterachse. Wir haben hier den Motor, wir haben das Getriebe, die Abgasnachbehandlung. In diesem Test fährt der LKW jeden Tag die Strecke Stuttgart-Hamburg-Stuttgart. Immer wieder mit anderen sogenannten Fahrstrategien. Mal schaltet das Getriebe früher am Berg, mal später. So wird die optimale Schaltung für den geringsten Kraftstoffverbrauch ermittelt. Wir können heute die Strecke fahren mit 40 Tonnen Gesamtgewicht, morgen noch mal mit 30, übermorgen mit 20 und haben dann sofort auch den Vergleich. Wirkt diese Schaltstrategie bei Vollbeladung, wirkt sie bei Teilbeladung, wirkt sie leer? Und dann haben wir einen statistisch sicheren Wert und können den Kraftstoffverbrauch an der Stelle dann bewerten. Zurück in Wörth. Um mehr als 400 Lkw pro Tag zu bauen, werden fast 550 Lkw-Ladungen Teile benötigt. Jeden Tag, 5 Tage die Woche. Alles wird hier angeliefert und muss nun exakt verteilt werden. Die Logistik und die Produktion arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Die Logistik ist eigentlich der Kern am Anfang des Prozesses, denn die liefern die Teile her, die disponieren die Teile, sie müssen sie beschaffen und sie müssen sie bis hier ans Band liefern. Und am Schluss müssen die Teile in einen Warenkorb gepackt werden, sodass für jedes Fahrzeug das richtige Teil in der richtigen Sekunde an der richtigen Stelle in der Fabrik ist. Es ist wie in einem Bienenstock. Überall fahren automatisierte Förderbänder Kisten von A nach B und wieder zurück. Damit Lagerplatz gespart wird, kommen nur die Teile auf das Band, die auch in den nächsten Minuten verbaut werden. Dahinter steckt ein ausgetüfteltes Logistiksystem. Und so funktioniert es. Jede angelieferte Kiste wird gescannt und erfasst. So werden alle Kleinteile, die sich in diesen Kisten befinden, sortiert. Die sogenannten Ladungsträger werden dann bis zum Abruf durch die Produktion im Hochregallager geparkt. Das Lager wird von 12 riesigen Robotern, den sogenannten Regalbediengeräten, kurz RBGs, versorgt. Sie räumen alle Kisten ein, die ankommen, und auch wieder aus. Die Regalbediengeräte sind ausschließlich für die Ein- und Auslagerung von Kleinteilen zuständig. Die Maximalleistung der Roboter liegt bei etwa 35.000 Behälterbewegungen pro Arbeitstag. Das schafft kein Mensch. Die Kisten werden aber nicht nur eingelagert. Im Wechsel zum Einlagern werden die Kisten auch automatisch wieder ausgegeben. Und zwar in perfekter Reihenfolge. Nämlich so, dass sie in der Produktion am Fließband genau dann ankommen, wenn ihr Inhalt dort gebraucht wird. Das schafft Platz am Band. Nirgendwo sollen Teile unnötig herumstehen. Kleinteile jeder Art fahren so wie von Geisterhand den ganzen Tag durch das Werk. Wir haben hier bei uns alles Mögliche gelagert, von Schrauben über Radios, Kabelbinder. Alles, was in kleine Behälter reinpasst, wird bei uns auch gelagert. Außer Gefahrstoffe. So geht auch keine Schraube verloren. Das System weiß immer genau, wo sich welche Kiste gerade befindet. Jeder Ladungsträger, also jeder Behälter, hat einen Barcode. Der Scanner registriert ihn. Und so weiß die Anlage genau, wohin welcher Behälter fahren muss. Das entscheidet sich dann im Bruchteil von einer Sekunde. In diesen Wagen, wie in einem Supermarkt Warenkörbe genannt, werden die Kisten dann sortiert. Und zwar so, dass später der Mitarbeiter am Band die Teile in der richtigen Reihenfolge für die Montage entnehmen kann. Kleinteile werden in Ladungsträgern direkt am Band bereitgestellt. Größere Teile werden von Hand in Warenkörbe sortiert. Wenn hier das falsche Teil gegriffen wird, fehlt es später bei der Montage. Ein Steuercomputer zeigt deshalb an, welches Teil in welcher Menge in welches Fach des Warenkorbes einsortiert werden muss. Dieses System bietet einen wesentlichen Vorteil, dass ich die Teile eben nicht nur angezeigt bekomme, welche ich greifen muss, sondern gleichzeitig auch dargestellt bekomme, wo ich die Teile in meinem Warenkorb positionieren muss.
Sieht man hier ganz schön mit den unterschiedlichen Farben. Einmal wird rot angezeigt, einmal wird blau, einmal gelb angezeigt. Und das bedeutet für den Mitarbeiter, dass er A, das Teil greifen muss und B, das Teil eben in das entsprechende Farbfach ablegen muss. Zusätzlich haben alle Teile hier aber auch eigene Namen. Sie heißen zum Beispiel Superman, Kompass, weiße Schokolade oder Armbrust. Die Namen sind für den Notfall gedacht. Fällt das Computersystem aus, kann der Mitarbeiter mit einer handschriftlichen Liste arbeiten. Begriffe wie Cupcake und Krokodil sind einfacher zu merken als die langen Teilennummern. So ist gewährleistet, dass auch bei einem Stromausfall in dieser Abteilung das Band nicht stillstehen muss. Sind die Warenkörbe dann gepackt, werden sie zum Montageband gebracht. Das übernehmen wieder die fahrerlosen Transportfahrzeuge, die sogenannten FTFs. Hier in diesem Anwendungsfall nutzen wir das FTF, um die gefüllten Warenkörbe von diesem Ausgangspunkt Logistik zu unserem Materialprozess, also sprich zu dem Einbauprozess, zu bringen. Das heißt, die Strecke wird einfach mittels diesem Transportsystem überbrückt hier rüber. Ist im Prinzip wie eine Eisenbahn, kann man sich vorstellen. Der fährt seiner Spur nach, hat hier auch einen Scanner, der mich dann erkennt. Das heißt, es hält automatisch an, es kann gar nichts passieren. Gehe ich wieder weg, läuft das System dann eben wieder von alleine weiter. Braucht einen ganz kleinen Moment Anlaufzeit und fährt jetzt wieder an. Die fertig lackierten Fahrerhauskabinen bekommen nun ihr Innenleben. Einer der ersten Montageprozesse ist der Einbau des Cockpits. Dieses wird in der genauen Reihenfolge zur passenden Kabine geliefert und montiert. Egal ob Rechtslenker oder Linkslenker, das System weiß genau, welches Fahrzeug das nächste ist und hält genau das richtige Armaturenbrett bereit. Das Cockpit wird immer an der A-Säule und am Vorbau verschraubt. Mit sogenannten Knickschlüsseln ziehen die Mitarbeiter die Schrauben mit dem notwendigen Drehmoment an. Wir tun hier im Zweischichtbetrieb bis zu 438 Cockpits am Tag verbauen. Wenn man das hochrechnet über die Tage, wo man hier schon gebaut hat, sind es mehrere Tausende. Als nächstes klebt ein Roboter die Windschutzscheibe ein. Auch die Scheiben kommen in der richtigen Reihenfolge ans Band. Der Roboter nimmt die Scheibe auf, führt sie an der Klebedüse vorbei und trägt dabei den Kleber auf. Zeitgleich vermisst ein zweiter Roboter das Fahrerhaus, in das die Scheibe eingesetzt werden soll. Dann wird die Scheibe millimetergenau eingesetzt. Jetzt warten die Sitze auf ihren Einbau. Sie wurden gerade erst angeliefert, und zwar genau in der Ausführung, wie sie vom Kunden bestellt wurden. Es gibt natürlich jeden Sitz, einmal schon mal einen Fahrersitz, einen Beifahrersitz, dann gibt es einen Notsitz. Es gibt sogar einen beim neuen Actros einen Liegesitz, den man schwenken kann, den man drehen kann. Und dann gibt es diese Sitze natürlich auch in unterschiedlichster Ausstattung nochmal. Ausstattung bedeutet, es gibt ihn mit Leder, es gibt ihn mit Teilleder, es gibt ihn mit Sitzheizung, ohne Sitzheizung, Komfortsitz, also wahnsinnige Varianz auch hier. Als nächstes kommen die Türen an das Fahrerhaus. Sie wurden nach der Lackierung in einer separaten Produktionsstätte vorbereitet. Damit die Bauteile mit dem jeweils richtigen Drehmoment befestigt werden, gibt es für jede Schraube einen eigenen Akkuschrauber. So werden Fehler ausgeschlossen. Nun geht es weiter im Innenraum. Mit wenigen Handgriffen befestigt der Mitarbeiter das Lenkrad und verkabelt es. Er verwendet für die Montage einen elektronischen Drehmomentschlüssel, der die Verschraubungsparameter an das System überträgt. So ist später immer nachvollziehbar, wer wann das Lenkrad wie fest angezogen hat.
Was beim Pkw Motorhaube heißt, wird hier Vorbauklappe genannt. Sie wird von zwei Arbeitern angesetzt und danach von Hand verschraubt. Um eben einfach keine Kratzer zu machen, um die Ergonomie besser auszurichten, hängen wir das zu zweit ein. Es ist angesetzt, das kann es nicht mehr runterfallen. Und im zweiten Schritt wird sie dann festgeschraubt. Nächster Schritt ist dann das Actros-Schild. Mit einer Schablone wird dann angelegt, draufgedrückt, angedrückt, zum sauber festfahren, dass er nicht los runterfällt wieder. So, gut, können wir es zum Kunde schicken. Jeder dritte LKW auf deutschen Straßen kommt aus Wörth. In Europa jeder fünfte. In zwei Schichten arbeiten fast 11.000 Menschen daran, jeden Tag bis zu 470 Lastwagen zu bauen. Hier steht nun der Höhepunkt am Band an. Die sogenannte Hochzeit. Dabei wird das Fahrerhaus auf das Fahrgestell gesetzt. Sechs verschiedene Modelle laufen in dem Werk vom Band. In bunter Reihenfolge. Nicht auszudenken, wenn jetzt das falsche Fahrerhaus kommen würde. Hochzeit aus dem Sinne, weil wir eben die zwei Hauptkomponenten hier im Werk Wörth, für uns die Kabine, die parallel zu dem Rahmen eben gebaut wird, mit dem Rahmen verheiraten, deswegen das Thema Hochzeit und deswegen eben auch für uns der wichtigste Prozess hier. Die zwei größten Komponenten finden zueinander. Es folgen die Räder. Danach kann der LKW endlich auf eigenen Beinen stehen. Langsam neigt sich seine Reise am Band dem Ende zu. In wenigen Minuten ist der Wagen fertig. Jetzt befüllen die Mitarbeiter das Fahrzeug noch mit allen Flüssigkeiten. In wenigen Sekunden werden sie den LKW zum Leben erwecken. Wir sind jetzt so weit. Wir tun jetzt das Fahrzeug vorbreimen. Das heißt, wir tun den ersten Diesel in den Filter drücken. Und wenn wir dann einen gewissen Druck in dieser Anlage drinnen, machen wir den Erststart. Und das wird gleich passieren. Blaue Lampe ist an der Anlage, das heißt, genug Kühlwasser im Fahrzeug. Hier ist er. Läuft. Heute Morgen waren es noch rund 10.000 Einzelteile. Jetzt läuft der Sechszylinder und alle Funktionen werden noch einmal überprüft. Den letzten großen Techniktest absolviert jeder LKW auf einem der fünf hauseigenen Rollenprüfstände. Dieser ist die Teststrecke für jeden LKW. In rund 10 Minuten werden hier verschiedenste Prüfungen absolviert. Erst danach wird der Wagen für die Straße freigegeben. Die letzte Kontrolle findet am sogenannten Lackübergabeplatz statt. Durch diese beiden Tore verlässt alle 130 Sekunden ein LKW die Montagehalle. Aber nur, wenn er auch perfekt ist. Jeder kleinste Kratzer wird hier gefunden und notfalls noch einmal ausgebessert. Ich guck mir alles an, ob ich was finde, weil es ist die erste Kontrolle vom Fahrerhaus nach dem Prozess am Band. Das Licht, das muss so sein, damit ich auch alles sehen kann, weil wenn es zu dunkel ist, fallen zum Beispiel Dellen oder Beulen. Je nachdem, wie das Licht fällt, sehe ich das gar nicht so gut. Deswegen ist es hier so schön hell. Wird ein Kratzer entdeckt, muss der Wagen zur Nacharbeitung. Je nachdem, welches Teil beschädigt ist, wird entweder ausgetauscht oder, wie in den meisten Fällen, neu lackiert. Das häufigste Problem sind Kratzer am Fahrerhaus, die bei der Montage entstanden sind. Die betroffenen Teile gehen dann zurück in die Lackierhalle und werden dort neu lackiert. Kratzer und Dellen werden in die Checkliste eingetragen. Jeder, der später das Auto begutachtet, kann dann sehen, wo sich der Kratzer befindet und welches Teil betroffen ist. Für mich ist das Auto in Ordnung. Ich habe nichts gefunden. Und es dauert, je nachdem, ob ich viel eintragen muss, so 2 bis 3 Minuten, bis ich ein Auto kontrolliert habe. Rund alle 130 Sekunden passiert ein LKW den Lackübergabeplatz und verlässt damit endgültig die kilometerlange Produktionshalle. Für etwa ein Fünftel der gesamten Lkw-Produktion aus Wörth geht die Reise per Schiff weiter ins Ausland. Neben dem Werk befindet sich das Container-Terminal.
In den vergangenen 50 Jahren sind von hier aus mehr als 700.000 zerlegte Lkw als sogenannte CKD-Sätze verschifft worden. CKD steht für Completely Knocked Down, also vollständig zerlegt. Die Fahrzeuge werden als Bausatz verpackt, entweder in Kisten oder, wie die Fahrerhäuser, auf Holzgestellen montiert. Die passenden Verpackungen werden in der hauseigenen Tischlerei entworfen. Wir erproben an einem Teil aus, wie die Verpackung sein muss. Wir bauen die ersten Prototypen, die ersten Muster hier. Wenn sich das Muster dann bewährt und wir das dann in Serie überführen, ist das dann das Muster, das der Lieferant von uns bekommt, der dann später dieses Teil in Serie herstellt. Mit jedem Facelift und jeder Änderung am Fahrzeug muss natürlich auch die Verpackung angepasst werden. Das Ziel ist immer, möglichst viele Teile auf engstem Raum bei gleichzeitig maximalem Schutz zu verpacken. Ein solches Packstück heißt dann Kollo. Die Kollegen haben jetzt für unseren Kunden Südafrika hier Tanks, eine Studie gemacht, einen Versuch, die überprüfen, ob die Tanks sicher und beschädigungsfrei transportiert werden können, ob alles passt. Quasi eine Endabnahme, bevor wir dann den Kollo auf die Reise schicken. Für kleinere Teile wird ein Rütteltest gemacht. Dieser simuliert wochenlangen Seegang. Schließlich sind die Kisten auf dem Transport nach Übersee auch wochenlang unterwegs. Die Tester können so herausfinden, ob die verpackte Ware nach dem Transport beschädigungsfrei beim Kunden ankommt. In den Kisten steckt, wie bei einem Modellbausatz, jedes notwendige Teil zum Bau des Lkw. Damit Kunden auch wissen, wie sie diesen Bausatz später zusammenbauen, bietet das Werk jedem Kunden an, den ersten Lkw gemeinsam aufzubauen. Dabei wird dann noch einmal eine Aufbauanleitung erstellt, genau zugeschnitten auf den jeweiligen Kunden-Lkw. Sie bauen das zusammen mit unseren Mitarbeitern zum ersten Mal auf, machen den ersten Touch and Feel am Auto und nehmen dann dieses Wissen mit, wenn dann die Autos aus der Kiste im Land ankommen. Und dann bauen wir dann gemeinsam die ersten Autos auf, bis sie es im Ausland alleine können. Und dann läuft der Prozess ongoing fort. Jede Schraube ist im Bausatz nur einmal vorhanden. Wird sie an der falschen Stelle benutzt, fehlt sie woanders. Mithilfe dieser detaillierten Montageanleitung und dem intensiven Austausch mit den Partnern sollen solche Fehler vermieden werden. Und so machen sie später alle Kisten auf den Weg zum Überseecontainer und werden dort nach einem exakten Lageplan verstaut. Jede Kiste hat ihren genau vorgegebenen Platz im Container, damit später keine Ungleichgewichte entstehen. Das ist ein Container, der geht nach Russland, zu unseren Kunden, nach Tatarstan, nach Chelny. Zum Versand dorthin geht er jetzt erst über den Rhein nach Rotterdam hoch, von Rotterdam aufs große Seeschiff nach St. Petersburg. Von St. Petersburg fahren wir dann mit dem Lkw ins Werk nach Chelny. Vorher aber sichern die Mitarbeiter die kostbare Ladung, damit unterwegs nichts beschädigt wird. Zum Schluss wird der Container noch mit einer Zollplombe versehen. Jetzt kann dieser Container auf die Reise nach Russland gehen. Dazu setzt ihn dieser Containerstapler auf einen Lkw. Während dieses Vorgangs wird der Container vom Stapler auch gewogen. Das ist für die optimale Ausbalancierung des Schiffes erforderlich. Ein Container wiegt leer rund 4000 Kilogramm. Je nach Packmuster kommen später 12 bis 22 Tonnen Teile hinzu. Der Lkw bringt den Container zum 500 Meter entfernten Hafen. Dort verlädt ihn einer von zwei Containerkränen auf das Schiff. Gleichzeitig werden leere Container vom Schiff entladen. So entsteht ein perfekter Kreislauf. Der Lkw kommt drüben von uns vom Werk hierher in den Rheinhafen. Er entlädt hier den vollen Container, fährt eine Schleife und nimmt sich da drüben leere Container direkt wieder mit und fährt wieder rüber und bringt uns dann den leeren Container drüben. Also ein geschlossener Kreislauf innerhalb von wenigen Minuten. Einige Lastwagen werden auch persönlich im Kundencenter abgeholt. Oft sind es Unternehmer und Selbstfahrer, die ihre Fahrzeuge nach einer Werksbesichtigung in Empfang nehmen wollen. Im Durchschnitt gehen hier pro Tag 120 Auslieferungen über die Bühne, in Stoßzeiten bis zu 200.
Die Mitarbeiter des Kundencenters stehen jedem Käufer zur Verfügung, um das Fahrzeug zu erklären und auf Fragen einzugehen. Ein LKW kauft man schließlich nicht jeden Tag. Heute Morgen waren es noch rund 10.000 Einzelteile. Jetzt ist der Actros fertig für die Straße und beginnt sein Leben als Zugmaschine. Die ersten Zeichnungen und Studien des Modells wurden bereits vor mehr als einem Jahrzehnt angefertigt. Inzwischen ist der Lastwagen auf den Straßen rund um den Globus unterwegs. Andy Sugata hat vor der Markteinführung des Actros maßgeblich am Design des LKW mitgearbeitet. Seine Zeichnungen zeigen, wie futuristisch das Fahrzeug damals wirken sollte. Einiges davon wurde sogar übernommen. Das war ganz, ganz am Anfang die Initial Sketches sozusagen. Da haben wir einfach ganz verrückte Formen entwickelt. Also rein aus dem Bauch hier. Geblieben ist davon die markante Front des Fahrzeuges. Ansprechen muss der Wagen schließlich später eine ganz gezielte Käuferschaft. Keine Hausfrauen, sondern Unternehmer. Das Fahrzeug, das muss so sauber gestaltet sein, dass es auf den ersten Blick zuverlässig wirkt. Das muss wirken wie aus Granit gefräst, sage ich jetzt. Kai Sieber ist als Chefdesigner hauptverantwortlich für das heutige Aussehen des Fahrzeugs. Das im Grunde genommen ein großes Werkzeug ist. Aber Käufer entscheiden nicht nur nach Qualität, Unterhaltskosten und Leistung. Der LKW muss sie von Beginn an überzeugen. Alles, was das Fahrzeug können muss, das muss es auch zeigen. Das Design muss sehr, sehr, sehr ehrlich sein. Das ist wirklich noch Form und Funktion kommen, greifen ineinander. Es ist kein aufgesetztes Styling. Es ist das größte LKW-Werk der Welt. Auf 2,9 Quadratkilometern arbeiten hier fast 11.000 Menschen. Seit 1963 produziert das Werk Wörth Tag für Tag bis zu 470 LKW. Jeder dritte Lastkraftwagen auf deutschen Straßen wurde hier gebaut. Alle 130 Sekunden ist ein Fahrzeug fertig. Die Motoren für die Fahrzeuge entstehen im hauseigenen Motorenwerk in Mannheim. Fahrende Roboter transportieren die schweren Aggregate von einer Station zur nächsten und sorgen dafür, dass hier innerhalb weniger Stunden aus rund 2500 Einzelteilen ein Dieselmotor entsteht. In Wörth treffen täglich mehr als 550 LKW-Ladungen Teile ein, die in einem riesigen Hochregallager zwischengelagert werden. 35.000 Kisten werden hier jeden Tag ein- und ausgelagert. Am Band setzen Roboter und Mensch Hand in Hand die LKW zusammen. Bis nach nicht einmal einem Tag Montage ein LKW fertig ist und das Werk verlassen kann. Ein Fünftel davon wird direkt als Bausatz ins Ausland verschifft, vom 500 Meter entfernten Containerhafen. 5 Tage die Woche, 2 Schichten pro Tag und schon morgen geht es weiter. Dann beginnt die nächste Frühschicht im größten LKW-Werk der Welt.